mal eben nicht machen. Ach, du und dein Nicht jedes Mal. Ja, aber um 8:30 geht's raus. Zeitschaltuhr. Mhm. Korrekt. Und dann kann ich ja noch auch noch eine kurze Pause machen. Und eine Dampf. Ja gut, dann machen wir eine Pause. Genau. Arbeitsverweigerer. Haben wir alles? Fehlt noch was? Ich glaub, das war's. Ja, ich sehe nix mehr im Moment. Super. All in a day's work. Dann können wir den beiden mal das Material bringen, was wir abgebaut haben. Okay, dann bin ich noch. Wohin brauchen Sie das? So. Ja, liebe Leute, dann bis gleich. Wir machen kurze Pause. 5 Minuten. Hier ist die Kamera. 5 Minuten. Tschüss. Tatü, tata. Das war wieder beim China, oder? Ja. Ja, weil ich das Fenster offen habe. Mhm. Ich folge der Tigerkröte. Was sind die beiden denn? Ich suche die beiden momentan. Irgendwie. Folge mir! Ich glaube, wir sind noch weiter abgekommen. Was schwebt denn da? Da schwebt so ein eckiges Teil. Das ist die Handelsstation. Ach so, die lassen wir dann leben. Zumindest im Moment. Ah, ja, jetzt habe ich es auf dem Radar. Also, das ist auf dem Radar. Ich habe es auf dem Schirm. Wing Commander Flugmanöver. Rollen. Obwohl, Rollen, das steigert den Energieverbrauch. Da muss man aufpassen. Gigantische Hangar-Tor. Du meinst, dass das nach außen offen ist? Ja, der Frachter geht in 5 Minuten hoch. Soll er ruhig mal machen. Was ist denn da noch da zum Explodieren? So, da unten ist die Nabelschnur. Zip. Das kann so groß sein und Haare haben. Ja, ich weiß. Oh, wo ist oben und unten? Du kannst den Planeten nur als Passagier betreten. Was? Ach so, du kannst nicht einfach jetzt so auf die Oberfläche. Aber du hast doch ein Jetpack, ne? Oh, da ist dein Jollum. Ich bin ja auf dem Stift gelandet. Ich mich noch frage, wie die Fahrwerke funktionieren. Von wegen zum Festhalten. Tja. Ich vermute, dass ich jetzt auch für ich als... Ja, ich bin auf dem Schiff gelandet, verankert. Darum sagt er mir, ich kann nur, wenn ich halt mich in den Passagiersitz setze, kann ich mit dem Schiff zusammen halt mitkommen. Ja, wenn du angedockt bist und so, ne? Hm. Jetzt muss ich, ob ich angedockt bin. Wo kann ich das sinnvoll sehen? Wenn du im Flugzeug hockst, also in deinem Fahrzeug. Ah, dockt, da unten rechts, ja, angedockt, ja. Das heißt, ich kann das Ding ausschalten. Aussteigen. Und da wir Schwerkraft haben. Das spart Strom. So. Ja, da sitzen die beiden Pausierer. Solchen Marine hat bei mir immer noch keine Waffe in der Hand. Auch wenn die Pose stimmt. Ach, alles halb so wild. So. Ja, ein bisschen was passt noch in den Dingsbums, in den Konstruktor. So. Der Aufzug muss definitiv noch ein bisschen weiter nach unten. Aufzug? Du meinst die Nabelschnur, also das, was ich als Nabelschnur bezeichne. Keine
Ahnung, wie du es bezeichnest. Außerdem kriegen wir sicherlich noch irgendwas. Gut. Konstruktor. This was much success. So victorious. Aus Versehen auf die Helmtaste gekommen, das ist nicht so gut. Weltraum. Nee, in der aktuellen Version noch nicht. Ach stimmt, der Konstruktor war da oben. So, ich glaube, ich fliege dann schon mal wieder auf den Planeten zurück. Ich muss mir noch ein bisschen Eisen holen und noch ein bisschen leveln und so. Hui. Oh, Akur, here I come. Ich gehe runter wie ein Backstein. Hast du da, du nicht genauso landest? Manchmal. Manchmal. Ah, direkt über der Basis rausgekommen. Hey, cool. ich muss ans Bremsen denken. Das habe ich eben beim großen Schiff schon vergessen. Bin da ein bisschen vorbeigesegelt. Ach, da ist ja auch Magnesium. Oh, bremsen! Fast perfekt gelandet. Ah, diese schöne Luft hier unten. Gleich mal den Helm ausziehen. Und wieder 20 EP pro Pflanze kriegen. Hallo. Hallo. Er ist zurück. I'll be back. Get to the chopper. So. I'm Hercules, son of Zeus. Und da wieder rein ins Spiel. Ui. Okay, Sauerstoff hält wirklich lang. Ja. Übrigens, in etwa 2 Minuten geht der Frachter hoch. Ist es dort gestanden? Ja. Also da kamen 5 Minuten, kam die Meldung und das ist ja jetzt schon 3 Minuten etwa her, glaube ich. Hallo, 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 hallo. Aloha. Jetzt hören wir den Yolum auf. Wieso? Ich habe mich ja eben erst entmutet. Ach so. Das ist also schon durchaus gewollt gewesen. Ja. Ist halt bloß lustig, dass der Frachter effektiv komplett zerlegt ist. Ich habe in ungefähr 30 Minuten einfach mal den ganzen Frachter. Wir haben ein Ziel vor Augen. Das ist China, der da so glänzt und sich. Ist interessant, wie sich dein Gold in der Wand spiegelt. Ja, das war schön. Solche, der Landebereich, der Hangar sollte vielleicht noch ein bisschen größer werden. Es ist ja jetzt bloß die Garage, wo du drin stehst. Garage? Der Fahrradschuppen. Ja, wenn du jetzt mal rauskommst. Mal alle Container hier wieder leer machen. Ach, ich wollte die Folge mal starten. Nein, lass das aus. Denn solche. Das waren wieder die ersten, also schon ein gutes Gespiel dafür, weil ich dann auf die Aufnahme drücke. Willkommen zu Empyrean Galactic Survival. Aber auch nur, weil ich das will, weil der Spieler wieder gehört. Ich habe den Beweis verstanden. Ja, solche, wo bist du denn? Heute die Sonderedition mit ohne Frachter. Vor den Garagen. Mit ohne Frachter? Ja, er ist ganz weg. Ich sehe da bloß einen Dünnum. Ich fliege an den Garagen aus. Gehen wir mal die andere Seite. Da entstehen gerade Blöcke. Wo bist du? Geh mal zu deinem Raum. Ans Eck. Ja, auf der Seite war ja ein Bus in Yolum. Ja. Ach, China, ich sehe dein Chatpack leuchten. Mich siehst du ja nicht, ja? Jetzt sehe ich dich. Und jetzt sehe ich dich wieder nicht. So. Interessant. Siehst du mich wenigstens? Ja, ich sehe dich. Okay.
Vielleicht warst du zu weit weg. Ich habe so die Vermutung, wenn jemand zu weit weg ist, bleibst du nicht mehr für mich. Ja, du verschwindest manchmal. Ja, also der Fahrstuhl muss definitiv noch ein bisschen länger werden. Momentan nur mit Jetpack erreichbar. Ja, wer hier draußen ohne Jetpack im Moment rumfliegt, ist selber schon. Ich bin im Schiff, da ist Schwerkraft. Ja, und? Danach gehst du raus, da ist keine Schwerkraft. Nein, danach gehe ich in meinen Flieger und fliege anschließend nach unten wieder auf Planet. Siehst du, dass dieses Schiff hier schon in irgendeiner Weise fertig wäre? Das ist ja wie wenn du irgendwie ausbaust, gehst dann dahin auf eine Baustelle und sagst, wie? Ich kann hier noch keine Konsole aufstellen. Was ist das für eine Sauerei? Ja, eben. Und das Internet kommt erst Dienstag. Richtig. Wenn der Techniker kommt. Dann steht der Marcel Davis vor der Tür und klingelt. Hallo, bin Marcel Davis. Ich gehe zu Oselpi. 1 und 1. Oh, da würde ich nicht hingehen, das ist nicht schön. Da war ich selber schon mal. Ich sorge gerade dafür, dass das Magnesiumdepot hier endlich mal verschwindet von der Karte. Dingens? Ja, wie immer halt. Und nur Bummens. Das ist manchmal so, mal so. Jetzt stehen wir mal. Und ich habe wieder Glück. Das war das, was ich mir auch gerade gedacht. Ich bin ja fast richtig rausgekommen. Wieso ist diese Tür nur einmal eins groß? Größer. Dann mache ich nur wieder was kaputt und dann fliegt das Raumschiff durch die Gegend. Aber da oben ist wenigstens genug Platz. Dann nehme ich nur mal die Hälfte der Blatt jetzt hier raus. Die andere Hälfte hole ich nur. Jo, kannst dann vielleicht mal wieder ein paar nachlegen in die Warteschlange. Da sind glaube ich nur noch 150 von der Sorte. Alles klar, Stahlblöcke. Aber ich finde es gut mit dem Frachter, hoffentlich kommt noch einer. Das macht Spaß. Ja, das war mal eine ganz nette Abwechslung. Aber ich glaube, auf manchen anderen Planeten werden auch die Basen, die da drauf stehen, ein bisschen gefährlicher. Dafür sollte es aber auch besseren Loot geben. Was willst du sagen? Du musst eigentlich besseren Loot haben. Wir können doch fast alles herstellen. Tja. Ja, stimmt. Aber das ist halt mein Loot-Gen. Das sagt mir, es ist immer gut, mehr von allem zu haben. Richtig. Das ist bei Survival Games kann man nie genug von allem haben. Und wenn man sich irgendwann ein Schloss aus Diamantblöcken baut. Richtig. Einfach mal nur um zu zeigen, guck mal, ich habe mehr erreicht als wie du. Falls ihr mal wieder hochfliegt, nimmt bitte das Texturieren und Kerl. Eins kann ich dir sonst geben. Ich habe immer eins am Mann. Ach, darum sind wir jeweils plus zwei im Container. Du bist der Dieb. Richtig. Ich mag den Mann, der denkt vorausschauend. Ich gehe doch nicht ohne mein Texturierungsgerät aus dem Haushalt. Ich habe das immer dabei. Überhaupt nicht vorausschauend, das nicht zu machen. Siehste? Ich will so ein Texturierungsgerät auch für Klamotten, so in echt. Wenn dir mal dein Shirt nicht passt, dann färbst du es einfach um, machst ein anderes Logo drauf. Was hast du für die Schrägen genommen, Solche? Was für Schrägen? Hier am Rumpf. Am Rumpf. Das ist ja quasi um den großen Schiff alles. Na, ganz vorne. Ach so. Der Bug. Am Bug. Das Buch und das Heck. Ja. Der Rumpf. Der Rumpf ist aber unten. Ich möchte bitte Herr Rumpf sprechen.
Hier, schräg. Der ist hier und überall. Ich wollte so einen Simpsons-Witz machen. Wenn sie bei Mo anrufen. Ist hier jemand, der Rumpf scheißt? Ah, nee, das klappt nicht so gut. Nee, das nicht. Welche hast du hier für die Schrägen benutzt? So, Moment, das kann ich dir vielleicht zeigen. Das sind zwei verschiedene. Das ist einmal, hier, Rampe oben, das zweite, zweite Reihe, zweites Feld. Rampe, ja. Und das ist Rampe unten, zweite Reihe, erstes Feld. Okay. Hui. Rampe unten hast du dann immer dran gesetzt. Ja, nacheinander. Also du kannst vorausschauen. Du wolltest mir das Strukturierungsgerät geben. Das fliegt da drüben beim Frachter irgendwo rum. Ich bin nur noch ein bisschen unschlüssig, wie du das mit den Rampen gemacht hast. So. Ja, was so. Ja, ohne Texturierungsgerät. Pistole. Danke. Aber wir bleiben bei unserem Farbschema, oder? Natürlich. Gelb und schwarz. Jetzt kriegen wir hier noch einen Kollaps. Was heißt hier gelb und schwarz? Ey, ein Versuch war's wert. Der andere macht wieder Unsinn hier. Der andere? Das sagt man in Bayern so, der andere heute. Ich habe nur mal ein bisschen Fränkisch gelernt, aber naja. Ja, da geht's los. Ups. Man munkelt. Hier geht das im Munkeln, ist gut dunkeln, ja? Das wird drinnen gemacht. Außen sollte das schon mehr so nach. Was ist das? Das ist das. Und das ist gut. Es könnte aber langsam mal wieder ein Level up kommen hier. Na, 57%, juhu. So. Ein bisschen Beute. Hier I come. Also mit den Rampen bin ich irgendwie. Das ist doch nicht auf. Oder nee, so. Ach, auf der Farm sind bestimmt auch gleich wieder die Sachen gut. Was? Eben, als ich geguckt hatte, war noch nichts. Oh. China war schneller als wie ich. Als wie? Ja. Wir brauchen eine Signalfarbe. Türkis! Hier brauchen wir eine Signalfarbe. Das ist auch immer klasse. Das ist keine Signalfarbe. Das ist eine angenehme Farbe. Wir brauchen eine giftige Farbe. Grün. Genau.
Ach, da hat er noch eine Ecke. Irgendwie schauen die aus wie böse Männchen hier. Hier, Auge, da, Auge, da. Der Mund und hier die bösen Augenbrauen. Was hat er denn da jetzt wieder für eine Ecke reingesetzt? Hat er das Muster schön kaputt gemacht? Wer? Yeah. Na du! Ja? Du böser Wicht! Kein anderer hilft dir oben beim Bauen. Gesichtet. Alarm, 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 Alarm. Alarm, Alarm. Oh nein, nein, nicht das von der Feuerwache. Wir müssen sofort eingreifen. Frachter mit wertvoller Ware gesichtet. Da ist der Seuchenbomber. Schnell, Jolum. Ja, das geht doch nicht mal mehr weg. Noch ein Frachter? Ja. Frachter mit wertvoller Ware. Mir juckt's im Schießfinger. Oh, aber ich brauche neue Munition, sonst... Bist du schon drin? Nein. Was für Munition brauchst du? Das ist die Frage. Ich krieg hier noch die Krise. Ich krieg die Krise. Ich hab das Rolltor. Schnell, schnell. Das Rolltor, das macht sich von alleine wieder zu, wenn wir fliegen. Bin drin. Das war ja einfach. Weißt du, ich habe erst auf Frachtcontainer, dann ging das Rolltor auf. Ah. Wo ist der Frachter hin? Hast du eine Map? Ja. Map heißt Karte, ich bin Map. Map heißt sacht weg. Nein, da hinten ist er, ich sehe ihn noch. Ja, aber er ist nicht auf der Karte. Also er ist weder auf meiner Minimap noch auf der großen. Doch da. Einfach immer schön geradeaus, geradeaus. Und ich peil dann einfach wieder den Seuchenbomber an oder so. Da ist er doch. Beute! Bei mir ist er nur zur Hälfte da. Oh, der baut sich gerade auf. Der baut sich auf, der baut sich auf. Du fliegst, glaube ich, näher ran. Oh. Also wenn du ins All startest, sei vorsichtig. Du könntest auf die Thermika Station zufliegen. Ich glaube, die ist nicht friedlich. Na, ich habe hier die World Border gefunden. World Border ist ganz gemein. Ich versuche ihn gerade aufzuhalten. Ja, mach mal die Triebwerke ab. Das sieht schon mal ganz gut aus. Er hat irgendwie da 3000 Stück von, wobei die irgendwie auch nicht mehr als gefeuert bei mir angezeigt werden. Doch jetzt hat er sich, jetzt hat er sie wieder angemacht. Ja, Hälfte ist weg. Da ist ein kleines Raumschiff. Jo, der war gut. Noch 4. 3, 2, 1. Wir kommen zu wichtigen Action natürlich zu spät. Und die letzten zwei. Ich habe keine Munition mehr, ich habe keine Raketen mehr, nur noch. Einer noch. Einer noch. Sind hier. Einer noch. Jawohl, die Triebwerke sind weg. Carlos Chili Pimmel to base. Target locked, I'm going in. Looks like you've got a wreck there already. Ein bisschen dauern. Ich habe gar keine Munition gleich mehr. Das Ding sieht mir doch ziemlich nach demselben Modell aus wie das letzte. Ja. Yep. Ist das jetzt ein Zufallsereignis oder war der zufällig halt hier gespawnt? Der hat noch eine Waffe. Zwei Waffen. Der hat noch mehrere Waffen. Er hat eine oben, eine unten direkt gegen übereinander. Jetzt noch. Ach, komm hier! Noch ist es da. Boah, wie viel hält denn das aus? Das gibt's doch nicht. Einiges. Jawohl, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Sehr gut. Das auch. Oh, meine Munition. Ist immer noch nicht ganz aufgebaut. Nee, bei mir auch nicht. 8 Raketen und 11 Kugeln habe ich noch. Oh, da ist noch innen drin, ist noch ein Geschütz. Ich habe was gehört, ja. Oh ja, da. Target locked, kiss your asses goodbye, you freaks! Aufgebaut, das hingehen und den Kern gleich attackieren. Sieht irgendwie den Kern? Ist das der? Ich glaube, das ist. Da ist er schon wieder drin. Es schießt nicht auf mich. Jawoll! Ah, mit den letzten Kugeln. China? Ich bin noch nicht drin. Da ist der Kern. So. Scheiße, da ist noch ein Geschütz an der Seite. Oder auch nur so einigermaßen aufgebaut. Ich so. Sehe es komplett. China, okay. Kann es sein, dass ich gerade den Kern getroffen habe? Versuch mal, was abzubauen. Ja. Oh Mann. Fuck you, Segen. Fuck you, Segen. Ja, ich fliege gerade durch Schiff durch. Also bei mir hat es immer noch auf mich aufgebaut. Everybody's dead. Let's eat. Okay, dann lassen wir die Abräumer wieder abräumen. Ja, die sehen ja auch das ganze Schiff, das ist ja sinnvoll. Die Abräumer, also das ist jetzt unsere undankbare Aufgabe. Ja. Aber da war noch ein Mini-Geschützturm an der, von mir aus linken Seite.
Ja, wenn das, wenn der Kern weg ist, ist in Ordnung. Ja, wird abgebaut, ne? Tritt sich fest. So, ich habe mal schnell das Schiffchen repariert. Ich habe einen Streifschuss abgekriegt. Ja, alles in Ordnung. Sauber. Situation normal, all fucked up. Siehst du unter auf der Karte? Unter Schiff? Unter Großes? Ja, einmal bitte nach links. Komm, links, 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 links. Ach, da ist es. Ich sehe die. Ich sehe das. Das kleines Raumschiff, ja. Dann den Rohbau. Ach, Rohbau, das ist doch fast fertig. China ist hier drin noch mit anderen Geschützen zu rechnen oder warst du schon überall? Keine Sorge, der Kern ist weg. Ach so, ja, okay, da ist ein Geschütz, ich sehe es, ja. Ja, dann baue ich das mal schön ab. Ja. Kern ist weg, alles aus. Weiß ich nicht, was da noch fliegt. Was ist das? Alarm, Alarm. Noch was? Was? Du weißt, dass du keine Muni hast, ne? Das ist die Trading Station Aqua. Aber die Trading Station ist, denke ich, friedlich. Ne? Was ist das da? Es gibt da noch eine andere Station, die ist nicht so friedlich. Bright Light Carrier. Ein Träger? Alarm! Ja. Oh, rot, das Ding scheint ein bisschen größer zu sein. Aber es baut sich auch nicht richtig auf. Und es feuert. Oh, ich habe keine Munition mehr. Wir auch nicht. Und unser Capital Vessel ist da in der Nähe. Wir brauchen euch jetzt. Du, ich hab nur einfach Gatling Guns und davon auch nicht mehr viel Munition. Bei mir ist alles leer. wir sind doch nur die Abbauer. Ja, das heißt, meine Reichweite ist gar nicht groß genug, um dem Ding gefährlich zu werden. Das Ding zerlegt mich. Manchmal lebt man eben einfach, um zu dienen und um zu sterben, lieber China. Diene dem Kaiser. Dann hoffen wir mal das Beste. Ja, mehr bleibt da nicht. Ich habe auf diesem Ding hier noch eine Flagge stehen. Stimmt. Oh, Kürbiskekse. Schuss. Okay. Was gibt's ab hier? Jetzt lockst du sie zu uns. Schlagi hat wieder zugelockst. Wo wir es doch vorhin schon von Nalpux wieder hatten. Das ruckelt an uns vorbei, alles klar, gut. Und dabei schießt es kleine rucklige Raketen. Dann kannst du gleich nochmal kommen. Hier mal Rechenschaft ablegen. Ja, Rechenschaft. Eigentlich in deine Baukünste einweisen. Weil es ist halt. Eine epische Pistole. Geh mal in die Blockansicht, also da, wo du die Blöcke auswählen kannst. Jo. Zweite Reihe. Jo. Also das zweite von oben? Ja. Die erste Spalte. Rampe unten. Ja, und die baust du jetzt hier hin. Da. Da. Hä? Achso, da. Ja, ja, das ist, ja, das geht ja nicht. Nee, siehst du, dann sieht das so aus. Ja, dann ist es eine gerade Linie. So wie ich das da drüben auch gemacht habe. Ja, dann ist alles klar. Du musst bloß diesen Block hier abbauen. Nein, nicht die. Diese hier. Dieses Ding hier um eins zurückversetzt. Ja, aber dann kommt noch der zweite Punkt. Hier ist ja eine Kante nach außen. Schon zwei Epic Sniper Rifles. Cool. Ich weiß nicht, warum. Was tust du denn? Hm? Das sah nicht richtig aus. Ich muss ja nach außen und nicht nach innen. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. Füllung und bauen. Irgendwann machen wir noch Bestenlisten. Wie lange habt ihr gebraucht, um den Frachter auseinanderzunehmen? Alte Block. Aber bei dem, was du da an epischen Waffen rausholst, ist das Ding ja wirklich damit guten Loot versehen. So darf's ruhig bleiben. Die ist ja wertvolle Fracht.
Ja, wertvolle Fracht hieß es. Hm. Vielleicht gibt's noch irgendwas, das wir jetzt noch gar nicht gefunden haben. Ich werde das nicht beim Unterlegen finden. So. Die Geräusche. Ja, ich sehe, aber jetzt hast du mir trotzdem einen Pfeil nicht beantwortet, was du für ihn gesetzt hast. Was ich denn hingesetzt habe? Diese Stelle, wo ich es wieder rausgeben kann. Ein Würfel. Ein Würfel. Alles klar. Es ist nicht mehr als nur ein Würfel. Ja, es ist halt nur schlecht zu sehen. Ach so. Wenn du hier das einmal, wenn hier eine Struktur gesetzt ist, dann kannst du ja nicht mehr sehen, welcher Block das ist. Ja, man kann es nicht hier denken, aber. Lalala. Ich glaube, den wirklich wertvollen Loot haben wir ausgeräumt. Was zu beweisen war. Quod erat demonstrandum. Also den ganzen Technikkram zumindest. Das ist das Wichtigste. Da unten ist noch ein bisschen Kram. Da könnte noch was drin sein, aber ja, nur ein paar Energiezellen. Aber Energiezellen und... Interessant waren die Frachtboxen. Energiezellen und Pentaxid für Lau nimmt man natürlich trotzdem gern mit. Alles für Lau gerne. Oh, eine Fusionszelle. Praktisch und ich habe keinen Platz mehr. Aber wofür haben wir denn die Cargo-Boxen im Schiff? Genau für sowas. Bremsen? Danke. Jolum, bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin noch unkonzentriert hier. Du weißt doch, Jolum bauen, das ist... Ich bin so ein Lastenspiel. Nö. Ja. Immerhin auch wieder ein Goldbarren dabei. Wo holst du mal das Gold her? Ich weiß es nicht. Das war bestimmt als Bauteil irgendwo mit drin. Mal gucken, wie geht's der Tigerkröte. Ah, ist noch ganz geblieben. Gut. Ja, diesmal konnte mir das Geschütz nicht so viel antun. Es hat auf andere geschossen. Nö, es hat schon auf mich geschossen, aber diesmal wusste ich ja, was da ungefähr auf mich zukommen könnte. Einfach Circle Strafe. Das funktioniert schon seit Doom. Gibt's bei dir, Jolum? Wetten kaum, dass wir fertig sind, kommt die Nachricht, der Frachter wird sich in 5 Minuten selbst zerstören. Könnte diesmal knirscher werden, weil diesmal haben wir beim Abbau keine Hilfe gehabt. Also die initiale Helfer. Die anderen beiden sind ja beim letzten einmal quer durchgegangen, haben schon einiges mitgenommen gehabt. Bitte noch eine Fusionszelle, bitte noch eine Fusionszelle. Oh, gar nichts. Naja. Passiert. Ja, Fusionszellen sind eher selten. I am sailing through the space constructing craters. Hm.
Das live im Internet. Ja. Also wirklich. Erstmal Jägermeister saufen. Dann kann man auch besser durchs Weltall fliegen. Ohne Raumschiff. Nur mit Jetpack. Uiuiuiui. Oh shit. Wie bitte? Ich bin gleich tot. Achso, was machst du denn? Kein Sauerstoff. Ich hätte noch dabei. Siehst du, darum bin ich hier reingegangen. Nee, nichts mehr. Ja. Oh, wo ist sie? Bin ich drin? Ah, ach, hast du was nicht, Jollum? Nein, Jollum, du bist noch nicht drin. Shit. Hier, hier, hinter dir. Nee. Ah, ich höre Zisch. Vor der Tür. Sag mir, wo du respawnst. Ich komm bei der Nähe. You are sonst dead. Hol ich dich ab. Yalom has just left the game. Aktueller Standort. Sollte ich in der Nähe spawnen. Backpack auf Yalom. Ja, bis ich da bin, werde ich feuern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schick, schick, tralala, ich werde wieder Frachter sehen. Ja, ich hatte es mir ja gewünscht und schon kam der Nächste. Finde ich nicht schlecht, nur der Carrier, der hätte sich ein bisschen Zeit lassen können. Allerdings, dem werden wir bestimmt auch irgendwann mit voller Härte begegnen. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder.